Nicht wirklich anders aus wie in Ontario, wenn man über die 17 fährt. Also irgendwie, ja, ganz viele Bäume, ganz viel Grün, alles schön, eine Straße und das war's. Oh, ein Schild, ich bin ganz aufgeregt. Petro-Canada, das wird eine Tankstelle sein, sehr schön. Ja, mehr kann ich im Moment nie bieten. Aufregend ist wieder eine Brücke. Ich weiß auch nicht, was dahinter ist, aber Schildpark ist da. Oh, da ist noch eine Brücke. Oh, ein riesengroßer Fluss. Na klar. Da brauchen wir noch eine riesengroße Brücke, das stimmt. Weiter geht's. Guten Morgen. Hier ist es immer noch grün. Ja, so ungefähr einer halben Stunde fahre ich dann so auf diese Halbinsel Nova Scotia und ich hoffe, dass es da ein bisschen schicker aussieht. Ich meine, viel Grün ist ja schön, aber tagelang ist es nur langweilig. Na ja, wir werden sehen. So, jetzt hat sich das Grün ein wenig gelichtet und da hinten sehe ich, wenn mich nicht alles täuscht, Wasser. Berg. Das ist hier verdammt bergig. Jetzt geht es berg runter. Merkt ihr das? Oh. Aussieht, wenn wir unten sind. Entschuldigung. Come back. Also, ich bin jetzt hier immer noch in New Brunswick, aber es hat sich hier nicht wirklich was geändert. Also, es ist jetzt hier, ich weiß, viele Leute finden diese Provinz hier ganz toll und super und schick. Die werden bestimmt auch ihre Gründe dafür haben. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht, weil es ist alles schön grün hier, da stehen ganz viele Bäume und ringsrum ist Wasser, was man leider nicht sehen kann, weil man immer in der Mitte rumfährt. Ja, ich werde nachher noch so ein bisschen nach Nordosten hier abbiegen. Vielleicht gibt es da noch was, aber wenn Wasser ist,
Dann ist das irgendeine rote Brühe. Ja, so sieht es hier aus. Ich lasse mich gerne überraschen. Zum Urlaub machen ist das bestimmt toll hier für Leute, die gerne im Wald spazieren gehen. Und was weiß ich nicht, alles wunderhübsch, keine Frage. Und wie gesagt, da ich rings vom Wasser ist, ist das ja bestimmt auch da vielleicht toll. Aber da kann ich jetzt nicht in Norden hinfahren, das geht nicht. Ja, ansonsten sieht das hier aussieht. Eigentlich wie überall in Kanada. Zumindest um die Jahreszeit. Gut, ich fahre jetzt zur Ladestelle und wenn ich dann geladen habe, dann muss ich quer durch Kanada, nein, nicht ganz quer, aber doch ein ziemliches Stück durch Kanada, ich muss dann durch Quebec, Ontario bis runter, um in Michigan über die Grenze zu fahren. Aber das zeige ich euch dann. Über die Blue Water Bridge, ist eine schöne Brücke und Blue Water heißt das auch wirklich nicht aus Spaß. Wenn man da runter guckt, sieht das wirklich recht blau aus, aber nur wenn die Sonne scheint. Aber dazu später. Noch ein kleiner Ort. Oh, ein Timmy. Aber den hatte ich schon. Wollen wir nicht mehr? Chatham Historic. Was zu sehen gibt es hier wirklich nicht. Also nicht, wenn man hier durch die Gegend fährt, auf den Highways. Wahrscheinlich muss man immer abbiegen zum Wasser und dann sieht man wahrscheinlich sogar Wasser. 3 Kilometer bei Ausfahrt 179 auf New Brunswick F North in Richtung Takadishile Village Akadien fahren. Da wollte ich schon immer mal hin. Miramichi. Und 50 Kilometer bis zum Kunden. Schnell wieder anmachen. Eine Brücke. Haus am See, hört hat Wald. Nach 600 Metern bei Ausfahrt 179 auf New Brunswick F North in Richtung Takadishile Village Akadien fahren. Das machen wir. Das wäre jetzt hier. Ausfahrt 179 nehmen.
dann links abbiegen auf New Brunswick F North. Dem Straßenverlauf von New Brunswick F North noch 50 Kilometer folgen. Soll ich hier warten, bis sich einer bei mir meldet? Dann warten wir mal. Dann kriege ich irgendwas hier reingeladen von diesem tollen Zeug, was hier so rumsteht. Super. So, mittlerweile habe ich die Provinz Quebec erreicht. Hier, ja. Ich bin jetzt also bei den Frenchmen. Das Einzige, was sie zu bieten haben, ist ja ein bisschen Wasser. Der Rest ist furchtbar. Da gibt es nichts zum Anhalten. Die Straßen sind schlecht. Die Leute versteht man nicht. Ja. Ansonsten ist ja alles ganz schön grün, aber ich bin ja begeistert, ne? Also die ganze Zeit, die ich jetzt hier durch die Gegend fahre, alles, was ich hier habe, ist nur rechts und links grün. Ja, jetzt ist mal Wasser, aber ansonsten alles das Gleiche. Alles das Gleiche, unverändert. So, ich bin jetzt in Ontario von Quebec und wir haben so alles schön einspurig, ja. Es ist ja nicht erlaubt, zu privaten Zwecken auch innerhalb Kanadas die Provinzen zu überqueren, die Provinzgrenzen. Ne? Ist also nur für wichtige Leute wie mich, ja, also Truck Driving und alles, was so mit Commercial unterwegs ist, darf und kann die Grenze passieren, ohne in Quarantäne zu gehen. Die restlichen Leute halt nicht. Schaut das dann hier aus. Alles schön einspurig gemacht, damit sie auch einen Überblick behalten. Warte mal, ich mache mal die Scheibe ein bisschen. So. Ja. Und sollte hier jemand versuchen durchzuflutschen, stehen da drüben die Autos und gucken. Ja. Naja. Wie das so ist halt, ne? Ja, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Dann, wenn ich morgen die Grenze zu USA überquere, da ist das gleiche Spiel, ne? Hallo Leute, heute geht's mal wieder nach Winnipeg. Ich muss den Frank abholen und dann können wir auch mal wieder gucken, was sich so getan hat in Winnipeg. Also von hier kann ich euch sagen, haben wir sehr viel, auffallend viel Verkehr.
Ich weiß nicht, es war jetzt wochenlang hier absolute Ruhe. Aber jetzt haben wir hier ganz schön viel Verkehr. Also vorne zur Straße hin. Ja, Schulbusse fahren auch wieder. Jetzt müssen wir sehen. Ich muss den Druckerkarton mitnehmen. Jetzt werden wir sehen, was in Winnipeg so passiert. Das werden wir euch dann gleich zeigen. Aber erst muss ich zur Storage fahren, da treffe ich mich mit Frank. Und dann müssen wir ein paar Teile einkaufen. Wir werden sehen. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal den blöden Karton holen. So, dann geht's jetzt mal los. So, ich bin dann mal angekommen. Na, Storage, kennt ihr schon. Hier wart ihr ja schon öfter mal mit uns. Aber Frank ist noch nicht da. Dann müssen wir wohl ein bisschen warten. So, wie ihr mal seht, da ist er. Hier. Der ist frech. Ich soll jetzt mit dem Auto wegfahren. Was du doch rein? Ich muss da reinfahren, quer von der Tür. Wo soll ich denn hin? Nein, die meckern hier rum. Fahr zur Seite. Nein. Ach, sonst mache ich das. So, jetzt haben wir wieder ein paar Sachen für den Müll. Ja, die kommen hier hinten rein dann. Jetzt ist das Wetter wieder gut für kannst du nicht mal kurz? Was kann ich? Mal die Leute halten. Die sind mir so schwer. Die sind nicht schwer, die sind ganz leicht und lieb. Alter, ich hab's dir doch gesagt, die sind zu schwer. Frank. Oh. Frank. Ja, du hast so viel Zeit, du hättest auch mal ein bisschen die Türen sauber machen können, wenn wir das aussieht. Hab ich schon längst, du Spinner. Fest. Hey. Ja, Moment doch mal. Was willst du denn jetzt? Gucken. Bitte schön. So. Was? Mann, der ist böse. So. Noch einiges für den Müll. Und dann geht's gleich weiter. Stehen natürlich wieder bei Beaver. Haben noch zwei Airleaks, die gemacht werden müssen. Ist ja schon fast unser zweites Zuhause hier. Na bitte, jetzt passiert ja mal was. So, und wenn dann Frank wieder da ist, dann fahren wir los. Hier so durch Winnipeg und ich muss sagen, verkehrstechnisch ist es noch nicht so 100%, aber ja,
relativ normal, möchte ich mal so sagen. Wir haben auch Temperaturen, wir haben auch Sonne. Boah, fast 20 Grad hier draußen. Yeah! Und der hartnäckige Schnee in Oakbank ist nun auch endlich weggetaut. So, jetzt muss der Frankie mir nur mal sagen, wo fahren wir denn jetzt hin? Das war zu Payne, damit wir den Müll hinten rauskriegen. Ach so, zu Payne. Wir haben noch hinten ein paar Sachen drin, die in den Container müssen. Die bringen wir jetzt da schnell hin und dann, ja. Dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich halte euch hier auf dem Laufenden, was hier so abgeht. Genau. So, also. Nochmal ist nämlich. Ja, also so richtig was los ist hier nicht. Viele kleine Geschäfte haben wirklich immer noch zu, aber viele auch offen. Ich glaube, denen ist das hier selbst überlassen, ob die öffnen oder geschlossen haben. Keine Ahnung. Ich werde sehen, ich muss wieder mal zum deutschen Schlachter. Mal gucken, ob ich Rama kriege, Margarine kriege. Und ja, also wirklich was los ist hier nicht. McDonald's und hier KFC und Burger King und wie sie alle heißen, die ganzen Ketten hier und Wendy's und ich weiß nicht was, alles nur Drive-Thru. Nix mit geh rein und setz dich hin. Ja. Aber es soll ja demnächst alles schon gelockert werden. Na, wir werden sehen. Ja, wir haben gerade wieder eine Schlange Line-up gesehen hier bei der Bank. Haben Sie noch Geld? Ganz wichtig, keine Läden sind offen, man kann kein Geld ausgeben, aber bei der Bank stehen sie Schlange. Alter, ich kann ja mal fragen, ob sie noch Geld haben. Ja, ja. Da hat sie schon alles. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hat der Typ gesagt, da bei dem Schlüsseldienst hinten auf dem Hof kann man parken? Mhm. Dann fahren wir morgen hin mit dem Truck. Okay, kannst du noch ein Schloss wechseln? Ich glaube nicht, dass der mit dem Truck gemeint hat, Frank. Fährst bitte vorher mit dem PKW hin und guckst, ob das geht. Genau. Der Frank will mit dem Truck da zum Schlüsseldienst fahren. Also, ja, wegen Schloss brauche. Frank! Was? Ich brauche ein Schloss. Dann muss ich zum Schlüsseldienst. Frank? Ja? Ich glaube nicht, dass der für einen Truck gemeint hat. Er hat gesagt Parkplatz. Ja. Ja, wenn man da parken kann, warum soll ich da nicht hinfahren? Oh mein Gott. So, jetzt haben wir. Also jetzt bei dem deutschen Schlachter habe ich kein Glück gehabt mit meiner Margarine. Jetzt müssen wir noch zu dem anderen. Außerdem muss ich ihm sagen, was sein Schlüssel ist. In der Nern Avenue gucken. Bank of Montreal. Ist aber closed. Jetzt willst du da hinfahren? Ich will jetzt gucken, was die für einen Parkplatz haben. Kann ich den finden? Ein bisschen Sightseeing hier in Winnipeg. So, das ist schon mal der große Schlüssel. Das ist da vorne an Notre Dame schon. Ja, und er hat gesagt, da hinterm Haus irgendwie. Ja, aber wie kommt man denn das? Rumfahren, das weiß ich doch nicht. Da drinnen kann man Schach spielen und ich habe keine Ahnung, was noch alles. Aber wirklich nicht viel los hier. Also die meisten Straßen leer. Überall gibt es Parkplätze, was hier in der Stadt sonst überhaupt nicht der Fall ist. War Frankie? Ja, ja. Tja. Nee. Wieso
Nee. Die muss da irgendwo sein. Na, ich glaube da. Dann bist du zu weit. Didam. Didel-didel-dam. Sightseeing während der Corona-Zeit hier. Also ist doch der Parkplatz hier gemeint, da hinten, der da. Alter Schwede. Darf man die Straße da rechts rein? Spricht da irgendwas dagegen? Keine Ahnung. Von hier aus spricht nichts dagegen. Jetzt hast du sogar grün. News Coffee. Alter, diese Straßen, das ist ja unglaublich. Oh. Peck City.